Tarita-Rate-Roh-Orakel für die Woche vom 14. bis 20. Mai. Ich bin Margret, guten Morgen, es ist Montag und ja, wie spät haben wir? 5:44 Uhr. Und ich ziehe mal die zwei Karten für diese Woche. Oh ja, der gefällt mir gut, der Stern. Und die zweite Karte. Ha! Die fünf der Schwerter könnte ja ambivalenter nicht sein hier, die beiden Karten. Der Stern ist natürlich die Trumpfkarte. Der Stern, den habe ich zuerst gezogen und da er den großen Arkanen zugeordnet ist, hat er hier die Oberhand, er hat sozusagen das Sagen in dieser Woche. Und der Stern steht für die Zukunft. Er steht für Träume und Wünsche, die sich erfüllen. Und wenn wir wissen, wie wir richtig wünschen, dann haben die Wünsche die Tendenz, wahr zu werden und sich zu erfüllen. Wir sehen hier ein nacktes Weib, das auf der grünen Wiese, auf der Mutter Erde kniet, mit einem Bein steht sie im Wasser, sie verbindet also hier schon die Elemente. Und wenn wir genau schauen, sie hält zwei Kelche, zwei Krüge in der Hand und sie gießt Wasser ins Wasser und Wasser auf die Erde. Man könnte ja jetzt sagen, es ist hier ein Kreislauf, sie holt sich das Wasser. Kommt ihr entgegen, im Tarot ist alles möglich und kommt auf magische Weise in diesen Krug und dann gießt sie wieder auf die Erde. So würde ich das zum Beispiel sehen, die Verbindung zwischen Wasser und Erde. Und der Stern ist ihr Hold. Wir haben hier, glaube ich, das ist hier ein Orakelbaum, da sitzt der Vogel. Oh, ich weiß immer nicht, ich vergesse immer, wie dieser Vogel heißt. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es mir drunter kommentieren. Und hier geht es also um ein sehr glückliches Orakel. Hier geht es eben in der Tat darum, dass sich deine Wünsche erfüllen, dass deine Zukunft glorreich sein wird. Und die Nacktheit steht hier auch für Authentizität. Also wenn du deine Masken immer mehr ablegen kannst, wenn du immer mehr zu dem wirst, wer du tatsächlich bist und du bist freies, schöpferisches, wallendes Potenzial, du bist Gottes Ebenbild, du bist machtvoll, du bist unglaublich reich, du fließt über vor Fülle, das sehen wir eben hier, sie ergießt sich ja, sie fließt über vor Fülle. Und sie braucht nichts weiter als sich selbst. Das heißt, diese Nacktheit steht dafür, dass sie nicht mehr irgendetwas vorspiegeln oder vorspielen muss, sondern sie ist einfach völlig authentisch, gibt sich hin voller Demut. Es ist eine demütige Haltung. Und ja, kann so auch wieder aus dem Vollen schöpfen. Denn wenn du dich reich fühlst, dann fließt du einfach über und der Reichtum sprudelt sozusagen aus dir heraus. Und das ist die erste Karte, der Stern. Ich möchte mir ein bisschen mehr Zeit nehmen für diese Karte. Ihr könnt es euch schon mal anschauen. Ich brauche einen Schluck Kaffee. Die fünf der Schwerter. Und auf der fünf der Schwerter herrscht Krieg. Wir sehen schon am Himmel, der Himmel ist zerrissen. Wir haben drei Personen auf dieser Karte. Eine im Vordergrund in etwas zweifelhafter Siegerpose und wir haben zwei Menschlein, deren Schwerter am Boden liegen. Das sind die vermeintlichen Verlierer, wobei es auf dieser Karte für mich keine Gewinner und Verlierer gibt, denn der Krieg hat immer Verlierer. Ja? Ja, Gewinner und Verlierer, also es gibt eigentlich hier nur, wenn es Krieg gibt. Verliert im Grunde auch der Sieger. Die Schwerter sind dem Element Luft zugeordnet. Wir sehen es hier auch nochmal am Himmel.
dass es hier vorwiegend um Luft, um die Gedankenkräfte geht. Und für mich, da ich den Tarot ja auch sehr selbst erfahrend unterrichte, den Tarot auch sehr selbst erfahrend benutze, geht es hier um die Kriege in deinem eigenen Leben, um die Kriege in deinem Inneren. Also wo kämpfst du noch? Wogegen oder wofür kämpfst du? Und Kampf, auch wenn du wofür für etwas kämpfst, kostet immer wahnsinnig viel Kraft. Hier sieht es aber aus, als kämpfst du gegen etwas und das könnten zum Beispiel oder sind hier innere Widersacher und die findest du natürlich oft im Außen. Also wenn sich dein Leben, wenn dein Leben im Außen einem Kriegsschauplatz gleicht, dann kannst du davon ausgehen, dass es in deinem Inneren ebenso ist, dass du im Inneren Kämpfe ausfechtest, die sich im Außen einfach zeigen. Und wenn du im Inneren immer gegen Anteile deiner selbst kämpfst, wenn du im Inneren gegen Dinge kämpfst, die du nicht haben willst, die du vielleicht an dir nicht akzeptierst, dann zeigt sich das im Außen. Dann wirst du im Außen auf Menschen treffen, auf Wesen, auf Umstände, auf Situationen, die dir erlauben, dort weiterzukämpfen. Ja? Innerer Krieg folgt dem, oder innerer Krieg wird sich letztlich im Außen manifestieren und du wirst auch im Außen genug zu kämpfen haben. Es kann sein, dass immer wieder jemand deine Grenzen überschreitet, dass immer wieder jemand dir unsanft am Ärmel zieht und du dich wehrst. Es kann sein, dass du angegriffen wirst, dass du dich vielleicht mit Mobbing auseinandersetzen musst, ob in der Familie oder im Beruf. Und immer wenn du also im Außen Widersacher findest, wenn es im Außen Menschen gibt, die anscheinend gegen dich sind, dann halte inne und beschäftige dich mit deinen Innenwelten. Denn darum geht es. Und natürlich, wenn du im Inneren kämpfst und im Außen Widersacher findest, dann kämpfst du ja im Außen weiter. Das heißt, dein ganzes Leben fühlt sich schwer an und du hast im Grunde nur noch Kampf. Der hat so ein hämisches Grinsen hier und das ist natürlich hier auch immer eine gute Karte fürs Ego. Wenn wir dann kämpfen mit unseren Liebsten, mit Freunden, mit Arbeitskollegen und wir haben das Gefühl, jetzt haben wir es geschafft. Ja, mein Ego war stärker, der andere hat nachgegeben, aufgegeben, ich habe ihn in die Flucht geschlagen. Ich habe meine Meinung durchgesetzt vielleicht und es gibt eben nicht nur eine Meinung, sondern es gibt ganz viele und Recht und Unrecht kann wirklich nur jeder in seinem eigenen Universum festlegen. Du kannst für dich deine Wahrheit finden. Die absolute Wahrheit gibt es hier auf der Erde eben nicht, denn in letzter Konsequenz, wenn wir uns wirklich aufteilen in unsere kleinsten Partikel, dann bestehen wir halt aus Quanten, ja, wir bestehen aus Licht und das ist alles, was ist und dieses Licht setzt sich in so viele verschiedenen, in so viel verschiedene Materie zusammen. Wir kreieren daraus unsere Welten, wir kreieren daraus Leben, wir schaffen neue Dinge, wir erfüllen uns Wünsche und jeder erfüllt sie sich auf seine Weise und jeder hat eine andere Vorliebe, eine andere Präferenz, glaube ich, heißt das. Also jeder wählt für sich die Dinge, die er toll findet. Und da hast du eben, wenn du mit verschiedenen Menschen zu tun hast, da reicht ein einziger,
Da prallen Welten aufeinander, deine Welt gegen die eines anderen. Und wenn du dann schaust, was trennt und dagegen kämpfst, dann sieht es nachher so aus. Du könntest natürlich auch einfach das verbindende Element suchen. Und deshalb haben wir ja heute hier den Stern. Du könntest gucken, was verbindet dich mit diesem anderen Menschen? Wo habt ihr A, eine gleiche Meinung? Wo habt ihr eine Brücke von Realitätsinsel zu Realitätsinsel? Und wo kann dich die Meinung eines anderen vielleicht sogar zum Nachdenken bringen? Wo kann sie vielleicht deinen Horizont erweitern? Also ich mache das immer so, dass ich denke, ah, so kann man es auch sehen. Früher war ich sehr entschieden so. Also wenn jemand eine andere Meinung hatte, dann habe ich unbedingt versucht, den zu überzeugen. Ich war überhaupt nicht kritikfähig oder sehr schlecht kritikfähig. Und es hat mich gestört, wenn ich meine Meinung nicht durchsetzen konnte. Und heute immer dann, wenn ich eine Meinung habe, wenn ich mich für etwas entscheide, für eine Meinung und sage, das ist es, das finde ich jetzt so. Und dann zum Beispiel google und dann weiß ich, also wenn ich über eine bestimmte Sache google, dann kann ich so viele Meinungen finden, so viele Meinungen, die mich bestätigen und ich kann so viele Meinungen finden, die sagen, da bist du völlig falsch. Und das wirst du bei jedem Ding finden. Jede These hat eine Antithese. Also es lohnt sich überhaupt nicht zu streiten, sondern es lohnt sich für dich eine Wahl zu treffen und dem anderen seine eigene Wahl zu lassen. Und natürlich in Beziehungen gibt es Werte. Und wenn diese Werte aneinander rauschen, da kann es schon mal knallen. Aber das ist hier eine Karte mit wirklich destruktivem Ausgang. Ja? Hier läuft man vielleicht auseinander, hier trennen sich vielleicht sogar die Wege. Und in dieser Woche kannst der Stern richten. Also wenn du dich mit jemandem gestritten hast, wenn du im kalten Krieg mit dir selbst bist, dann hast du in dieser Woche eine sehr gute Möglichkeit, dich zu versöhnen mit dir selbst natürlich. Das geht immer, aber das geht in dieser Woche eben besonders gut. Ich habe keine Ahnung, was wir für astrologische Konstellationen haben. Aber ich weiß, wenn das Tarot so fällt, dann begünstigen das wahrscheinlich eben auch in dieser Woche die Sterne. Oder du kannst dich versöhnen. Und da würde ich sehr aktiv sein, dass du den Anfang machst. Wenn es irgendwo einen Streit, eine Auseinandersetzung, einen Krieg gegeben hat, dann mach doch den ersten Schritt. Und versöhne dich, wenn dir an diesem Menschen liegt. Ja, es kann natürlich auch sein, dass ein anderer immer diesen Krieg anzettelt. Dann würde der sowieso aus deinem Leben verschwinden, wenn du deinen inneren Krieg, wenn du sozusagen Waffenstillstand mit dir selbst schließt und deine Friedensflagge hisst, dann würde dieser Mensch im Außen sowieso aus deinem Leben verschwinden. Aber wenn du ihn, vielleicht über die Stränge geschlagen hast und einen Menschen vor den Kopf gestoßen hast, dann macht es Sinn, in dieser Woche sehr aktiv auf ihn zuzugehen und dich zu versöhnen. Kommen wir zur Liebe. Und in der Liebe haben wir das natürlich Ego gegen Ego, die Machtkämpfe der Liebe. Und natürlich kennt die Liebe auch Machtkämpfe. Wenn jemand sagt, nee, das ist nicht Liebe, dann sage ich doch, die Liebe ist alles, denn wir sind schließlich aus purer Liebe gemacht. Und es ist einfach eine verzerrte Form der Liebe, eine veränderte Form der Liebe und die Liebe zeigt sich auf jede erdenkliche Art und Weise. Die Frage ist einfach, tut dir diese Form von Liebe gerade gut? Erinnern wir uns immer wieder, wir leben in der Dualität und deshalb ist es auch so spannend, so zwei völlig duale oder polare Karten hier zu haben. Die eine, die wirklich sehr versöhnend, zukunftsorientiert und fast schon nach Friede, Freude, Eierkuchen klingt und die andere, die uns hier unsere Front zeigt, an der wir gegen uns selbst und natürlich gegen alle anderen kämpfen. Und hier geht es also darum, mit ganz viel Leichtigkeit und mit ganz viel Selbstironie das Ego zu entspannen,
sich hinzusetzen, zu fühlen und vielleicht einfach mal über dich zu lachen, ja? Über dich und deine Art und Weise zu kämpfen. Und wenn du über dich selbst lachen kannst, dann steckst du vielleicht deinen Partner an und ihr lacht am Ende beide zusammen. Ja, Zukunft wird gemacht und wenn ihr euch dann entspannt habt, wenn ihr euch versöhnt habt, wenn ihr festgestellt habt, dass dieser Kampf wieder mal ein sinnloser war, dann setzt euch doch hin und bastelt eine gemeinsame Vision. Schafft euch einen Punkt am Himmel hier, diesen Stern zum Beispiel, eure gemeinsame Vision. Und wenn das Ego sich mal wieder bemerkbar macht, wenn das Ego mal wieder über die Stränge schlägt, ja, dann erinnere dich, warum es vielleicht sinnvoll ist, dich gerade zu entspannen. Erinnere dich oder erinnert euch an eure gemeinsame Vision. Und diese Vision hat viele kleine Wegweiser auf eurem Weg. Also, wenn ihr vielleicht schon ein paar Jahre zusammen seid und ihr habt beschlossen, am Lebensende oder in 30 Jahren immer noch zusammen auf eure Lieblingsparkbank zu sitzen, Händchen haltend und vielleicht knutschend, auch wenn schon zahnlos vielleicht, dann ist das eine sehr starke Vision, die sich einbrennt. Und diese Zwischenziele, vielleicht der nächste Urlaub in einer unberührten Natur, den ihr zusammen verbringt, oder vielleicht ein Buch, was ihr zusammen schreiben wollt, oder ein Gedicht oder ein Bild, das ihr zusammen malt. Das können Stationen auf dem Weg eurer Beziehung sein. Und das erinnert euch immer wieder an euer Warum, an euer gemeinsames Warum, an den Sinn, warum ihr zusammen seid und wo eure Reise hinführt. Und diese Vision ist so stark, dass jeder Krieg im Angesicht dieser Vision fast lächerlich erscheint und sich irgendwo verabschieden wird. Kommen wir zum Beruf. Beruf in dieser Woche, auch hier, wo willst du hin? Was ist deine größte Vision? Was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel für die nächsten 5 Jahre vielleicht oder für das nächste Jahr? Ja? Und was kannst du erreichen? Und wenn es gerade nicht so läuft, wenn du dich vielleicht mit irgendwelchen Dingen herumschlägst oder ärgerst, oder auch mit Menschen, dann erinnere dich einfach, wofür du deinen Job machst, wofür du morgens aufstehst und wisse, dass dein Ziel leichter zu erreichen ist, wenn du die Waffen niederlegst. Früher habe ich natürlich auch gemeint, ich kann kämpfen und Grenzen setzen oder mal laut Stopp zu sagen oder jemanden auch mal sehr energisch, liebevoll die Meinung zu geigen. Das kann sich erstmal wie Kampf anfühlen, aber wenn du mit jemandem auf eine sehr kämpferische Art und Weise kommunizierst für ein paar Minuten und dann einfach ausatmest, dich entspannst und wieder zu deinem Frieden zurückkehrst, dann ist das noch kein Kampf, dann war das einfach eine klare Ansage. Wenn du dich aber im Karussell oder im Ping-Pong-Spiel befindest und der andere kommt mit seinem Gegenschlag und dann du wieder, dann bist du eben wieder auf dem Schlachtfeld. Und du kannst dich einfach rausziehen, indem du die Klappe hältst und indem du dann, wenn dich etwas tangiert, wenn es da irgendwo einen Punkt gibt, wo du noch getriggert wirst, etwas, was dich extrem nervt, innehalten, dich hinsetzen und das Feuer wirklich brennen spüren. Und ich habe das jetzt gemerkt,
bei mir selbst. Ich praktiziere diese Übung des Sitzens und Gefühle praktisch aussitzen. Also wenn ich irgendein sehr, in Anführungszeichen, destruktives Gefühl habe, ich kann das so gar nicht mehr sagen, weil wir sind mittlerweile alle Gefühle sehr willkommen. Aber wenn es etwas gibt, was mich halt im ersten Moment stört, dann heiße ich es erstmal willkommen, sage ich, okay, das gehört zu meinem Leben, ich nehme dich an. Und dann versuche ich mich hinzusetzen und wirklich 5 Minuten, 10 Minuten, manchmal eine halbe Stunde, je nachdem, wie intensiv dieses Gefühl ist. Es geht natürlich nicht immer, aber wenn es geht, dann setze ich mich hin und tue nichts und fühle und fühle und fühle. Und ich habe das bemerkt an meiner Jackie. Sie ist ein sehr ängstlicher Hund, besonders wenn es gewittert. Und sie ist immer, bei Gewitter hat sie so panisch reagiert, dass sie mich auch nachts wach gemacht hat und wollte aus der Wohnung raus. Also da gab es kein Schlafen mehr für mich. Wenn es Gewitter ist, dann ist Jackie so aufgedreht. Dann macht die mich wach und will mich praktisch aus der Wohnung rausbugsieren. Und vor 2 Tagen, als es hier so ein Sommergewitter hatte, fast schon Sommergewitter, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich habe tief und fest geschlafen und plötzlich merkte ich irgendwas zwischen meinen Beinen. Ich denke, Mensch, was denn da los? Und sie legt sich meistens unten zwischen meine Füße. Und ich habe irgendwas gemerkt und ich bin aufgewacht und sie lag schlotternd auf dem Bett und hat gezittert am ganzen Körper. Und ich denke, warum zittert sie denn? Dann habe ich gemerkt, es ist Gewitter. Und dann habe ich gedacht, eigenartig, sonst rennt sie immer weg. Ja, sie haut ab, sie macht mich wach, sie will raus, sie fast schon hyperventiliert, kann sich gar nicht mehr beruhigen. Und jetzt liegt sie da zu meinen Füßen und zittert sich einen ab und bleibt fast regungslos. Also außer diesem Schlottern macht sie nichts. Dann habe ich gedacht, wie fantastisch uns die Tiere im Grunde spiegeln. Ja, auch ich kenne natürlich noch die Angst oder auch den Schmerz. Und ich bleibe dann einfach sitzen und spüre das und die Jackie macht es mir nach. Ja, also ich meine, was für ein Wunder und was für eine tolle Widerspiegelung meiner neuen Verhaltensweise. Und ich habe mich so gefreut, ich habe sie gelobt. In diesem Sinne kann ich mich natürlich gleich selber loben, denn sie zeigt mir nur, was ich gelernt habe. Unglaublich. Und deshalb wirklich dranbleiben, wenn solche Kampfsituationen sind. Du spürst es ja zuerst innen. Ja, wenn dich was antriggert, dann möchtest du ja dagegen gehen. Du bist also auf deinem inneren Kampfplatz schon in Kampfposition. Und bleib in dieser inneren Kampfposition völlig zentriert und spüre einfach nur und warte, bis dieser innere Kampf vorbei ist. Und das machst du eben wirklich am besten, indem du nur fühlst, fühlst, fühlst. Verharre im Nichtstun. Also jegliche Aktion nach außen bringt dich A weg vom Gefühl, weil sie dich ablenkt, weil sie die Gefühle verfälscht oder verwässert. Und dann kannst du nicht mehr fühlen. Und wenn du voll drin bleibst in der Präsenz dieses Gefühls, dann transformierst du dieses Gefühl. Ja. Wir waren ja bei Beruf und in diesem Sinne auf die Zukunft konzentrieren, immer wieder fragen, was ist dein heiliges Warum? Oh, das war ein Storch, glaube ich, hier direkt über meine Terrasse geflogen. Was für ein Omen. Störche stehen ja auch für die Veränderung im Kartenbild. Oder wer vielleicht gerade probiert, ein Baby zu kriegen, für den ist das jetzt ein Omen. Ihr könnt heute richtig üben. Und also nochmal zurück. Was ist dein heiliges Warum? Wo möchtest du hin beruflich? Und trage die Kämpfe mit Gelassenheit auf deinem inneren Kampfplatz aus. Das heißt, schau sie dir an, spüre die Energie und dann verwandelt sie sich in schöpferisches Potenzial. Du holst dir sozusagen deine Kraft und deine Macht zurück. Das war auch gleichzeitig der Tipp der Woche. Fühlen, dich immer wieder an deine Vision erinnern, Waffen niederlegen. Friedensflagge hissen und Friedenspfeife rauchen. In diesem Sinne, Tari Tara Taro, bis nächste Woche, deine Margret. Tschüss.